Ich habe euch letztens bei Instagram gefragt, wie es euch geht, und die Antworten haben mich schon ziemlich schockiert, muss ich sagen. Denn bestimmt 80% aller Antworten hatten etwas mit Schulstress zu tun. Ich persönlich finde Stress nicht per se schlecht, da es auf jeden Fall uns auch hilft, besser zu performen. Aber ich kenne das auch gerade so in Klausuren oder Prüfungsphasen, dass man dann doch etwas überfordert davon ist. Und ich kann in diesem Video bestimmt nicht für alle sprechen, bestimmt auch nicht allen helfen, aber ich kann auf jeden Fall meine Tipps und Tricks gegen Schulstress teilen. Und das möchte ich auch heute machen. Das Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil rede ich darüber, wie man Stress generell vermeiden kann. Und im zweiten Teil rede ich darüber, was man machen kann, wenn man jetzt schon ziemlich viel Schulstress hat, wie man damit umgehen sollte oder kann. Oder wie ich es zumindest mache. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr dieser Videos. Und jetzt aber viel Spaß bei diesem Video. Was mir wirklich schon jahrelang sehr, sehr viel hilft, dass ich nicht so viel zu Hause machen muss, ist, dass ich immer relativ gut im Unterricht aufpasse und immer gut mitmache und auch Fragen stelle, wenn ich Fragen habe. Wenn du einfach immer im Unterricht aufpasst und mitmachst, sparst du dir einfach so viel Zeit, da du ja sowieso im Unterricht sitzt, und dann kannst du auch gleich zuhören und musst dann auch weniger zu Hause machen, weil du nicht so viel nacharbeiten musst und dir nicht mehr so viel selbst erklären musst, weil du schon so die Kernessenz verstanden hast, sage ich mal. Natürlich trifft das nicht auf alles zu, da man ja auch öfter mal was auswendig lernt, muss, was man jetzt nicht so schnell in einer Schulstunde machen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es immer sehr hilfreich, wirklich aufzupassen und mitzumachen, um dort einfach schon erstens einen guten Eindruck zu hinterlassen und zweitens auch gleich das Ganze schon zu verstehen. Die zweite Sache, die mir immer sehr viel hilft, nicht zu viel zu Hause machen zu müssen, ist, dass ich immer meine Freistunden und auch meinen Ausfall, sag ich mal, sehr produktiv und sinnvoll nutze. Beispielsweise ist es jetzt gerade 9 Uhr morgens und eigentlich hätte ich gerade Sport, was mir heute ausgefallen ist, und ja, jetzt sitze ich hier und filme morgens mein Video. Aber auch wenn ich in der Schule irgendwelche Freistunden habe oder wenn irgendwas ausfällt, dann nutze ich diese Zeit auch immer sehr gerne, um wirklich meine Hausaufgaben zu machen oder generell mich andersweitig da irgendwie schulisch zu betätigen. Und dann nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem Handy zu sitzen, was mir im Endeffekt sowieso dann nichts bringt. Das waren jetzt so die zwei Punkte, die mir immer sehr helfen, meinen Schulstress ja niedrig zu halten. Und jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die mir helfen, wenn ich schon Stress habe. Wenn du jetzt in einer Situation bist, in der du dich vielleicht so ein bisschen überfordert fühlst, würde ich dir raten, so einen Braindump zu machen, beziehungsweise so ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Ich glaube, es hilft einfach sehr doll, mal alle Gedanken und auch Ängste aufzuschreiben, um dann im nächsten Schritt organisiert zu werden. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, organisiert werden, also sich zum Beispiel einen Lernplan zu schreiben. Also wenn du jetzt weißt, wann du welche Arbeiten, Prüfungen, Klausuren, Tests, wie auch immer in der nächsten Zeit schreibst, würde ich dir raten, es wirklich ein bisschen besser zu organisieren und auch zu planen. Das heißt, einen Lernplan zu machen, wie gerade schon gesagt, und die Aufgaben auch so in Tage oder in Wochen, je nachdem, runterzubrechen und das Ganze wirklich ein bisschen machbarer zu machen. Ein Tipp, den ich dir da geben kann, ist auf jeden Fall Time-Blocking. Time-Blocking ist eine Planungsmethode, würde ich mal sagen. Und mit Time-Blocking, ja, blockierst du oder blockst du deine Zeit aus? Beispielsweise, wenn du weißt, heute muss ich für Mathe lernen, für Deutsch lernen, für Spanisch lernen und so weiter, dann kannst du dir einfach so eine Art Stundenplan machen für zu Hause und sagen, von 15 bis 16 Uhr lerne ich Spanisch, von 17 bis 20 Uhr lerne ich Mathe, wie auch immer. Bei mir persönlich ist es nämlich immer so, wenn ich Schulstress habe, habe ich auch immer Angst. Und ja, es ist wirklich ein bisschen eher so eine Panik, die ich habe, dass ich Dinge nicht fertig kriege und nicht schaffe. Und da hilft mir einfach dieses Plan und ja, einen Lernplan zu haben oder auch Time-Blocking zu haben, einfach sehr doll, um einfach diese Ungewissheit nicht mehr zu haben, sondern so eine kleine Sicherheit zu haben, so, und mir zu sagen, ey, ich schaffe das alles, alles wird gut und ja, das ist machbar. Und ich kriege das hin. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass ich sehr gerne in Freistunden schon meine Hausaufgaben mache oder auch jetzt, wenn ich Ausfall habe, die Zeit produktiv nutze. Aber trotzdem ist mir noch wichtig zu sagen, jetzt beim dritten Punkt, dass es sehr wichtig ist, Pausen zu machen. Denn es ist auf jeden Fall nötig, dass du mal was anderes machst und auch die Informationen ja sacken lässt, die du jetzt die ganze Zeit aufgenommen hast, und dich einfach mal ein bisschen entspannst und an was anderes denkst als an den ganzen Schulkram, sage ich mal. Und da hilft mir persönlich immer sehr die Pomodoro-Technik zum Beispiel, um einfach direkt ja in diesem Lernprozess auch, auch kleine Pausen zu haben. Denn die Pomodoro-Technik geht wie folgt. Du lernst 25 Minuten, machst 5 Minuten Pause, lernst 25 Minuten, machst 5 Minuten Pause. Das Ganze machst du dann zweimal, bis du dann eine längere Pause machst. Es gibt auch die erweiterte Pomodoro-Technik, bei der man dann irgendwie 50 Minuten lernt und 10 Minuten Pause macht. Aber das Ganze kannst du ja machen, wie du möchtest. Ich persönlich mache diese erweiterte Pomodoro-Technik sehr gerne. Aber wie gesagt, eigentlich kannst du es machen, wie du möchtest. Hauptsache, du hast in deinem Lernprozess ein paar Pausen.
drin. Und da würde ich dir empfehlen, die Pausen auch in dein Time-Blocking zu inkludieren. Also, dass du auch einfach in deinen Stundenplan sozusagen reinschreibst, wann du Pausen machst. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Tipps, die ein bisschen was mit der Psyche zu tun haben, würde ich sagen. Und zwar ist das einmal positive Affirmationen. Oder sind das positive Affirmationen, ja. Und Affirmationen sind einfach Sätze, die du dir sagst, um es deinem Unterbewusstsein sozusagen einzureden. Und ohne Witz, ich mache das wirklich vor jedem Test und vor jeder Arbeit, dass ich nochmal 2 Minuten da sitze und mir sage, ich habe gelernt, ich schaffe das, gute Noten sind natürlich für mich und ich bin so gut vorbereitet. Ich sage mir das wirklich immer. Ja. Und ich würde sagen, es hilft dir auf jeden Fall einfach ein bisschen zu entspannen und ein bisschen ja runterzukommen und den Stress vielleicht nicht ganz sein Leben bestimmen zu lassen, was natürlich überhaupt nicht gut wäre. Und deswegen, ja genau, das zum einen. Und die andere Sache ist auf jeden Fall Meditation, was mir sehr geholfen hat, mich generell entspannter und konzentrierter zu fühlen und in diesen Bereichen einfach ja ein bisschen besser zu werden. Natürlich kann ich jetzt nicht garantieren, dass Meditation von heute auf morgen dein Leben verändern wird und du sofort entspannter, konzentrierter werden wirst. Aber ich denke, auf langer Zeit wird es auf jeden Fall passieren. Und deswegen kann ich die Meditation auf jeden Fall auch nur ans Herz legen. Wenn du noch weitere Tipps gegen Schulstress hast, kannst du diese sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich schon sehr, dann ein paar mehr Tipps von euch zu lesen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr dieser Videos und auch nochmal diesen Videos hier vorbeizugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald hier mal wiedersehen. Tschüss!